So, meine Lieben, und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Football Manager 2023. Herzlich willkommen an diesem wundervollen Freitag, den 2.6. Das ist zumindest der Tag, an dem wir das Ganze hier live auf Twitch einmal mehr für den YouTube-Kanal aufnehmen. Ihr seht's schon im Hintergrund, aktuell 28 Spieltage, die gespielt sind. Platz Nummer 5, 52 Punkte, Stand jetzt geholt. Ganz nah dran an den Champions-League-Plätzen, so ein bisschen abhängig davon, was Arsenal macht, was Newcastle macht, was Tottenham in der Zukunft macht und so weiter und so fort. Heißt, kurz vor Start der Endphase der Saison können wir unser ganz großes Ziel erreichen, nämlich hier unter die Top 4 zu kommen. Liverpool mittlerweile ein bisschen weggezogen, wobei Newcastle kann ja noch nachziehen, ne? Also Titelrennen können auch nochmal spannend werden. Minimalziel in Anführungszeichen natürlich Europa. Heißt, da wollen wir irgendwie uns qualifizieren, müssen auch über die Liga machen, weil im Pokal sind wir ja leider raus. Das heißt, mal schauen, was da passiert. Es gibt eine große News, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen in der letzten Folge. Pioli bei Manchester United entlassen. Die Red Devils aktuell ohne Trainer. Wir werden aber nichtsdestotrotz uns natürlich hier nicht bewerben, Chat. Nick Cox, was ein Name. Wir werden uns nicht bewerben. Wir haben Großes vor. Wir haben ganz Großes vor mit unseren Freunden aus Leicester. Deswegen werden wir nicht reingehen. Wenn es euch heute wieder gefällt, Däumchen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, Abo da lassen, nichts verpassen. Schaut auf twitch.tv/badeschlappen-lp vorbei. Ausrufezeichen FM im Twitch-Chat, um den FM zu holen. Oder in der YouTube-Videobeschreibung nachschauen. Da könnt ihr euch den Fußballmanager holen. Für die Sommerpause im Profifußball. Wenn du jedes Spiel verlierst, wirst du wahrscheinlich Leicester, würden Leicester-Mäule jetzt sagen, aber das Leicester nicht an sich ran. Ach Gott. Und Cobra, guten Morgen, hallo. Naja. Was ich heute vorm Stream gesehen habe, Chat, als ich den Stream gestartet habe und so, ey, schaut euch nochmal ganz kurz den Pereira an. Schaut euch bitte noch mal ganz kurz diesen Pereira an. Der Mann ist 20 und hat diese Stats. Schaut euch mal vor allem, bis auf die Aggressivität, die mentalen Stats an. Der hat hier 1, 2, 3 mal 18. Einmal 16, einmal 17. 16er Flanken wie Luke Thomas. Habe ich Stats gesagt? Attribute meine ich natürlich, Chat, Entschuldigung. 17er passen. Trotzdem aber 14 Tackling, 15 Deckung, er ist schnell. Also ich bin begeistert. Aber ich bin von vielen begeistert. Hat aber leider noch kein Tor gemacht in seiner kompletten Profilaufbahn. Noch keine Bude gemacht. Mal schauen, ob wir das vielleicht sogar heute ändern können. Ich würde sagen, Chat, wir haben jetzt knapp 1,5 Wochen Zeit. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich ein Testspiel ausmache, weil wir haben danach eigentlich keine englischen Wochen mehr. Ich glaube, wir machen mal ein Testspiel aus. Ich lösche mal kurz nochmal den Plan für den nächsten Monat. Und dann gehen wir das an. Tekio, danke für dein Follow. Und wir haben halt auch, ey, schau ich das an, Leeds, Aston Villa, Huddersfield, Sunderland. Wir haben halt noch dazu auch vermeintlich leichte Gegner jetzt. Aus der Region Hallwell, keine Ahnung, Freunde, Ferrari-Logo halb. Schauen wir mal, ob wir annehmen. Und dann können wir das Training drumherum planen. Hat angenommen, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Über die werden wir mal ganz entspannt drüber rutschen, Freunde, oder? Also, da werden wir mal richtig drüber rutschen über die, glaube ich. Damit wir uns dann ein bisschen in eine gute Form bringen. Machen wir ruhig Spielaufbau aus Defensive. Da brauchen wir danach keine Analyse reinbringen. Da werde ich machen Erholung und Erholung. Und dann werden wir ab hier nochmal reingehen. Und gucken, was wir gegen Leeds machen. Also Leeds ja trotzdem oben mit dabei. Das dürfen wir nicht vergessen. Machen wir mal so. Dann machen wir hier die Päcklackschen Ecken einmal mehr. Die Päcklackschen Ecken. Hier machen wir nochmal einen schönen Teamgeist-Event rein. Hier machen wir mal abwarten. Jetzt spielen wir gegen Mannschaften, gegen die wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Ballbesitz auch kriegen werden.
Wir müssen noch gucken, dass es nicht zu heavy wird. Nee, dann machen wir das mal so nur. Ich glaube, das funktioniert das. Drüber rutschen wie letzte Nacht? Habe ich das jetzt gerade schon laut ausgesprochen oder nur in meinem Kopf? Das sind die Probleme eines Streamers. Wenn man manchmal nicht weiß, ob man was schon, oh nein. Oh nein. Ach, Club. Aber es sind immer noch 9 Punkte Vorsprung. Das kann man jetzt bitte nicht noch hergeben. Übrigens, was macht Can Uzun? Gibt es Can Uzun in dem Safe? Na, scheinbar nicht, ne? KSC auf 2. Steffen Baumgart. Schudanov noch mit am Start. 30, das ist einfach. Erik Schudanov ist mittlerweile 30, Chat. Geisteskrank. Absolut geisteskrank. Ansonsten, ich weiß gar nicht, was wir noch zuletzt gemacht haben. Gibt es noch irgendwelche Transfers, um die wir uns gekümmert haben? Weiterer Hinweis von mir, sehr schön. Du trainierst die Torhüter praktisch nie direkt und der Wert Tackling wird kaum gepusht. Ich empfehle noch, die Torwarteinheiten sowie die Defensiveinheit Zweikampf immer mal wieder im Wechsel mit den Ecken einzubinden. Co-Trainer MR hat gesprochen. Dann werden wir den Plan dahingehend direkt einmal anpassen. Das ist ja klar. Israel Gonzalez geht bei jeder Gelegenheit jetzt mit nach vorne, okay. Der Mexikaner. Pisi Canella, der heißblütige Argentinier, den wir eventuell wieder verkaufen müssen, einfach weil der zu sehr uns auf der Nase rumtanzt. Und dann haben wir hier noch von Aston Villa einen Stoßstürmer. Eieiei. Greenay, moin, Flexen, moin, Sucra, moin. Heute geht's mir gut, vermutlich wegen des 3-0-Sieges gestern. Liebe Stuttgarter. Wenn uns eins diese Saison bisher gelehrt hat, das Saisonfinish in der ersten, zweiten, dritten Liga, dann, dass das noch lang nicht durch ist. Wobei, eigentlich ist es durch, aber das dachte man sich bei allen anderen auch, ne? Aber wenn das genauso verrückt weitergeht, dann gute Nacht, Marie. So, was wollte Peklak? Dann kriegen die eine Erholungseinheit weniger. Und dann machen wir Zweikampf. Und dann machen wir hier einmal Torhüter. So. Klaus als Co-Verpflichten. Ich weiß noch gar nicht, ob Robert Klaus drin ist. Wir hatten ja am Anfang ein bisschen andere Datenbanken. Nee, Robert Klaus ist nicht drin. Markus Roberto Kraus. Das wäre der PES Robert Klaus. Roberto Kraus. Den hätten wir drin. DFB-Pokalfinale, ich mit BFC Dynamo gegen Bayern. Naja, wenigstens war ich im Finale, aber erstmal guten Morgen an dich. Johnny, du packst das. Tactical Masterclass muss da rauskommen. Da muss der innere Mourinho erwachen. Ich kenne meinen Verein. Wenn einer so eine Führung spielt, dann wir. Ich bin sehr gespannt auf Montag. Ich bin sehr gespannt. Was ist denn jetzt hier oben los? Raus da. Wobei, den darf ich nicht kritisieren, der rastet sonst komplett aus. Wir gehen aber mal rein ins Training. Und ich werde mal kurz mit denen so ein bisschen quatschen. Mal Arm auf die Schulter legen, Freunde. Auch einfach mal den Arm auf die Schulter legen. Trainer, was liegt denn da? Da liegt was Warmes von Ihnen auf meiner Schulter. Ja, mein lieber Arm, Ahmed, das ist mein Arm. Naja. So, Renucci. Aber die trainieren soweit eigentlich auch ganz gut, ne? Kann man nichts sagen. Bis auf 4 Leute, alle echt überragendst. Und wir dürfen immer noch nicht vergessen, immer wenn ich den Namen Bombara lese, dass wir uns das ein oder andere Melönchen beiseite halten. Weil wir 84 Millionen brauchen, wenn wir den wirklich verpflichten wollen. Mats Karlin, ich hoffe, ich habe das noch nicht gemacht. Nee. Sehr schön. Die beste zweite Liga aller Zeiten. Luke Thomas, der hat gar keine Einstellungen mehr, aber das ist mir auch gerade relativ wurscht. Auch Chaibi wird uns wohl verlassen. Und das ist das mit Abstand bitterste. Also das ist eine Personalie, Chat, die mich echt wurmt.
Harvey Elliott. Was tun mit Harvey Elliott? Der spielt halt in dem System, wie wir spielen, nicht unbedingt zwingend eine Rolle, ne? Falsche 9. Könnte man auch mal versuchen, ne? Stürmer. Falsche 9, automatisch. Und dann brauchen wir aber nicht defensives Stellungsspiel. Gut, der ist 28, viel schneller wird er nicht. Dann machen wir Abschluss. Na, können wir durchaus mal angehen. Klingt nicht schlecht. Wer steigt denn nächste Saison aus der zweiten Liga auf, also im Real Life? Das wäre natürlich, Felix, und das weißt du selbst, eine sehr unseriöse Aussage, das jetzt schon irgendwie rauszuposaunen. Das kann man ja nicht machen. Das kann ich ja nicht machen. Wie soll man denn das jetzt schon einschätzen? Jetzt ist gerade mal die Saison vorbei. Das ist doch unseriös, ist das doch. Club Schalke, ja. Was sind deine Hot Takes? Ja, ich kann noch keine Hot Takes sagen. Ich weiß ja nicht, wer geht, wer kommt. Ich weiß ja noch nicht mal, ob Hamburg-Stuttgart nächstes Jahr in der zweiten Liga spielt. Das kann man doch noch nicht sagen. Ich weiß nur, dass übernächstes Jahr Bochum in der zweiten Liga spielt. Das war ein Spaß. Wer steigt nächstes Jahr auf? Also. Ich glaube, Schalke steigt auf. Pauli Relegation. Nächstes Jahr gibt es dann einen Verein aus Frankreich, der die Tabelle anführt. Ja, jetzt kommt eh Fürth von Leschbob, ich weiß es doch. Nee, Hertha steigt nicht auf. Hertha wird nicht aufsteigen. Hertha wird leiden. Hertha wird richtig leiden. Gut, Hamburg-Stuttgart hast du halt jetzt noch, ne? Sagen wir mal HSV. Also ich sage, die Top 5 nächstes Jahr. Nee, machen wir Top 6. Wobei meistens rückt immer noch mal einer mit dazu, an den man nicht denkt. Top 6 nächstes Jahr. Schalke, Hertha, Hamburg, Pauli. Düsseldorf. Die sind jetzt auch mit oben. Da müssen wir eher Top 5 machen. Top 5 und dann plus 1. Arminia, wo? Nee, Hannover ist, weiß ich nicht. Abwarten, ob Hertha überhaupt die Lizenz bekommt. Leschbob hatte eine wichtige Frage an mich. Ich wollte nochmal fragen, was das gestern sollte, dieser Tweet und dann im ersten Spiel nach 20 Minuten 0-4. Ja, es tut mir leid. Karlsruhe mit Stindl. Kaiserslautern, oh, auch schwierig. Also Düsseldorf, Pauli können nächstes Jahr sehr, sehr interessant werden. Die können vielleicht das Problem haben, dass halt krasse Namen mit in der Liga sind und krasse Absteiger und so. Oh, Manchester United raus. Newcastle raus. Köln. Schönes Bild. Ich sag, Osnabrück. Ja, Osnabrück kann auch interessant sein mit Tobi Schweinsteiger. Feiere ich auf jeden Fall, dass der das so hinbekommen hat. Aber da hängt es natürlich auch davon ab, wen man verpflichten kann. Ich meine, wer geht hoch? Du hast Osnabrück. Elversberg, genau. Elversberg wird auch Wahnsinn. Aber ich glaube, Elversberg wird es gleich wieder erwischen trotzdem. Ich glaube, Elversberg wird nicht funktionieren. Ich glaube, Elversberg wird relativ, nicht sang- und klanglos, aber schon relativ schnell wieder runter müssen.
dam, di dam, 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 di dam. Hä? Niko Kovac? Freunde, wir müssen in Gespräche treten. Wir müssen in Gespräche treten. Aber das ist jetzt nur, also die wollen, dass ich bleibe. Was habe ich denn gerade für eine Note? Ich wollte eigentlich noch ein bisschen warten, aber ich habe eine 3+. Eine 3+ ist in Ordnung, glaube ich. Auch wenn hier fehlgeschlagen steht. Aber Quali für die Europa League ist erfreut und das passt. Also, aber wenn ich Kovac ersetzen soll, bist du echt im Arsch. Ab zu United. Nein, ich möchte nicht zu Manchester United, Chat. Also ich bin ehrlich zu euch, ich glaube, wir werden nächstes Jahr einen geileren Kader haben als United, gefühlt. Schaut euch mal das an, was will ich denn bei United? Moment. Was will ich denn bei United? Schaut euch mal die Leute an, die sind alle zwischen 21 und, also das hier sind alles maximal 21-Jährige. Der günstigste beginnt bei 71 Millionen. Also, okay, das ist, das wird nichts. Wir fragen mal an, ob wir einen neuen Vertrag kriegen. Tobi, moin, Mr. Sand, moin. Tobi übrigens, ich wollte dir heute schreiben, bei mir wird es leider nichts. Es wird mir alles ein bisschen zu eng und zu knapp, aber danke auf jeden Fall der Nachfrage, das war sehr nett. Wenn jetzt Urlaub und Co. nicht anstehen würde, dann safe. Aber das wird mir jetzt alles ein bisschen too much noch. Warte, wo haben wir das denn hier? Ich frage mal an. Schön als Clubfan mit den Frankfurtern, die den DFB-Pokalsieg gegen Leipzig gefeiert, Freunde, im Stadion. Das wäre es doch mal gewesen. So, soll ich direkt mal, also Sergio muss spielen. Also ich nehme euch ganz kurz mal mit rein in meine Gedankenwelt. Das Problem ist, Serge, beziehungsweise wir fangen anders an. Khalil Ndahou ist halt eigentlich stat-technisch da vorne als Knipser absoluter Wahnsinn. Guckt euch das an. Hat aber bisher noch kein Tor gemacht für uns. Super. Im FA Cup 1, aber in der Liga noch nicht getroffen. Nehme ich ihn vielleicht nochmal fast raus. Dann hast du Sergio, absolute Legende. Den wir auch da spielen müssen vorne. Wobei man auch bei Sergio... Schauen wir mal in die Stats, Attribute. Als Schattenstürmer den Kollegen an. Da fehlt es an Konzentration. Genieße moin. Und dann hast du Ahmed Fadi, der halt bisher die meisten Buden gemacht hat, ey. Oh Mann, das nervt. Ich bringe Ahmed Fadi Fedaoglu rein. Ich bringe mal Sergio hier. Und ich bringe vorne mal Harvey Elliott als falsche 9 rein, Freunde. Das werden wir mal so machen. PC Canella muss mit. Wir machen ja jetzt eh nur das sogenannte Testspiel. 60 Minuten. Und nun hier ist uns sagen wir ja auch noch. Oh Gott. Ich nehme mal die mit, die zwei noch nicht. Oliveira und Comezio nehme ich auch trotzdem mal nicht mit. Ich habe immer Angst, dass die sich dann verletzen. Das lassen wir. Chaibi und Bombara sollen mal spielen. Burmia wieder hinten drin. Und PC Canella. Was machen wir mit dem? Soll nicht spielen, oder? Machen wir einfach mal irgendwie so. Ein Wochenende eines Streamers ohne Stress, wer kennt es nicht? Ich brauche ein unstressiges, brauche ich. Wir werden, glaube ich, auf kontrolliert starten. Werden das Tempo mal komplett zurückdrehen. Wir werden das jetzt nochmal leicht neu interpretieren. Mit variablen Flanken. Gegenpressing, Konter. Ne, mach mal ruhig mal Formation halten.
IV und AV, das ist in Ordnung. Kurz abspielen. Tipp für heute Abend. Danke. Mal 96. Marvin übrigens, Dankeschön für 55 Monate mit Twitch Prime. Hat Hans schon gesprochen? Oh, ich höre den Hans nicht. Ich muss das echt nochmal umstellen, den Bums. Ihr hört immer Hans, aber ich höre Hans nicht. Danke, Hans, für das Nennen von vom 55-monatigen Prime-Resub von Marvin. Das lassen wir mal so jetzt kurz. Ja. Gehen wir mal rein, Freunde. Kurzes Testspiel, auf geht's. Kurzes Testspiel und dann geht's gegen Leeds United. Marching on together müssen wir dann mal hören. Leeds haben wir ja auch schon einst trainiert. Übrigens, gab's heute schon Probleme mit dem Tonchat oder ist das bisher heute behoben? Ich habe extra sogar nochmal den PC neu gestartet vorm Stream, weil ich mir dachte, vielleicht hängt's auch irgendwie damit zusammen. Der lief nämlich heute nochmal mit den Videos durch. Servus, Alex. Uff, Tobi. Alles gut. So, wie haben wir gespielt, Freunde? 13-1, Gegentor kassiert. Renucci eine 10-0, spielerisch. Alter! Viermal eine 10,0. Harvey Elliott macht 3 Buden. Fedaoglu macht 3 Buden. Sergio macht 3 Buden. Sehr schön, die ganzen Stürmer treffen. Wunderbar. Freunde, wir kriegen bald einen neuen Vertrag. Es wurde akzeptiert. Ja, Lashbob, das habe ich schon gemacht und das funktioniert auch, aber mein Sound ist anders abgemixt, als ihr ihn hört. Also bei mir ist zum Beispiel Spotify im Vergleich zum Hans deutlich lauter, als es dann im Stream rauskommt. Woran auch immer das liegt. Schau ich mal, dass ich die loben kann. Vorm Tor richtig stark. Harvey Elliott. Leistung im letzten Spiel loben. Mats Kali hat auch nochmal 2 Buden gemacht. Da wird es mir dann zu kompliziert. Ja, mir eben auch. Das ist ja die Problematik. So, Sergio habe ich noch gelobt. Den Rest lassen wir, das passt. Sukram für die neue Blumenerde! Eckenback, Suk-Ram. Für die neue Blumenerde. Für welche neue Blumenerde? Danke, Hans. Und Dankeschön, Sukram, 16. Monat, welcome back. Wofür brauche ich Blumenerde? Brauche ich Blumenerde, oder was? Ach, schau mal, das sind die ganzen Südamerikaner, oder? Ja, oh, Baby, das wird geisteskrank. Da bin ich ja mal gespannt, ey. Ob wir nochmal ein paar geile Südamerikaner kriegen, Freunde. Mateo Giron, den habe ich schon verpflichtet mit einer Rückleihe. Der Mann ist 17. Hat am Ende gekostet warte mal, das sehe ich dann hier rüber wahrscheinlich eher. 1,8 Millionen auch. Lukas kompostiert und züchtet seine eigene Erde. Das möchte ich tatsächlich machen, ja. Habe ich mir schon länger vorgenommen, aber bisher noch nicht umgesetzt. Bin ich ehrlich. Manchester City ist die schlechteste Defensivmannschaft. Was ist da denn los? Oh, wir sind auf Platz 3 hinter Klopp und Eddie Howe. Eddie Howe. Passt. Khedira und Wolf übernehmen DFB. Wie? Ah ja, Freunde, da haben wir es. Schaut euch das mal an.
Neuer Vertrag, Freunde. 1,36 Millionen Gehalt, Transferbudget in Höhe von 9,75 Millionen, Gehaltsbudget in Höhe von 263 Millionen. Müssen wir nochmal gucken, ob man das nachverhandeln kann. Wir gehen mal rein in die Verhandlungen. Zwei Jahre bis Juni 34. Sollen wir einen Zweijahresvertrag angehen, Chat, oder erstmal einen Einjahresvertrag? Was meint ihr? Um Titel mitspielen, Wahnsinn. Zwei Jahre. Ich möchte auf jeden Fall nochmal eine Titelprämie, Freunde. Ich möchte eine sogenannte Titelprämie und das ist mir relativ wurscht, wie viel es am Ende ist. Machen wir mal 100.000, aber ich möchte die drin haben. Europa League möchte ich nur 50.000 haben. Ist für mich kein Wettbewerb, Freunde. Für mich zählt nur Champions League, klar. Bierhoff soll gesplittet werden auf zwei. Khedira strategische Ausrichtung, Wolf Talente und Nachwuchs. Vielleicht meinen die auch Andy Wolf. Das wäre noch besser. Wobei das dann natürlich auch ein Schmarrn ist bei einem Jahr, wenn es nicht für die laufende Saison gilt. Wobei, nee, nächstes Jahr zählt ja noch mit dazu. Aber die wollen zwei. Wo ist denn die? Soll ich zwei Jahre machen, Chat? Oh, jetzt haben sie es auch fix gemacht. Ja, aber dann machen wir zwei. Sorry, habe ich mir noch gut runtergehandelt, aber das ist ja eh wurscht, das Finanzielle. Neuer Vertrag! Hösch unterzeichnet neuen Vertrag, Freunde. Natürlich bin ich begeistert. Ist dadurch gleich mein Ansehen nochmal gestiegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, 65%. Freunde, das ist das allererste Mal in der Journey, dass wir länger bleiben. Oh, Rose auf dem Weg zu Manchester United, Fragezeichen. Das ist das erste Mal, dass wir länger bleiben als zwei Jahre. Hat sich Hösch endlich gefunden? Und das sind, nee, das sind noch nicht die ganzen. Der hat ein Problem. Was hat er denn für ein Problemchen? Ich sage nichts mehr zu dem Thema, sehr schön. Deutscher Stürmer von Villarreal mit 175 Millionen Marktwert, 45 Millionen Transferwert. Rémi Koné, was ist denn das? Felix, bist du's? Enzo Sanchez Knips, aber den kennen wir schon. Aber ja, ich will mir das jetzt alles gar nicht anschauen, Chat. Wir kommen nicht voran, Mann. Wir sind schon wieder eine Stunde live und haben noch kein Spiel gemacht. Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Alex Pitt, 6 Buden gemacht, 5 Buden, 4 Genar Eradia. Die haben wir halt auch noch, ne? Die kommen halt auch noch alle mit dazu. Alter, 5 Spieler voll in Spurs, direkt mal in der 11. Woche. Die Form von Sergio können wir auch mal loben. Der portugiesische Wunderknabe. All in auf 3 Punkte, streng dich an, ich gebe mein Bestes. Aston Villa gewinnt 5-1 gegen Huddersfield. Und das ist jetzt für uns echt eine großartige Chance, Freunde. Das ist echt eine großartige Chance jetzt für uns. Schaut euch das mal an. Wenn wir gegen Leeds gewinnen, aktuell sind 6 Punkte Vorsprung, dann wären es 9. Denn wir würden einen großen Sprung machen, nächstes Jahr auch wirklich europäisch zu spielen. Wir würden einen ganz großen Sprung machen. Und ich will nochmal kurz reinschauen, apropos europäisch, wie sieht es denn da gerade aus in der Champions League und Co.? Die UEFA Champions League, Freunde. Es ist das Finale im Camp Nou. Die Bayern gewinnen gegen Juve im Achtelfinale, das Hinspiel PSG Sevilla 1-1. Newcastle Leipzig, geiles Spiel. Villarreal City, Real Liverpool, Hertha Barcelona, Salzburg Inter, Porto gegen Rennes. Uff. Das wird interessant werden. Ich spiele auch zu Hause gegen Leeds, das ist auch sehr schön. Wir sind ja dermaßen heimstark. Du hast es geschafft, das United-Logo einzufügen, ja, durch The Bee, The Bellinger Boy.
The Bebo Bellinger Boyle. Fjell Fix als neuer Trainer, echt? Ist jetzt vermeldet. Ich hab's ja gedacht, dass das dann heute kommt, aber. Schauen wir mal, Chat. Christian Fjell ist neuer Trainer des 1. FC Nürnberg. Da ist er, Freunde. Fjello! Wir steigen also wirklich auf. Fjello! Unfassbar netter Mensch auf jeden Fall. Dann Fjell Erfolg. Ach Gott! Christian Fjell trägt ab sofort die sportliche Verantwortung für die Profimannschaft des 1. FC Nürnberg. Der Club hat einen neuen Cheftrainer. Der 43 Jahre alte Fußballlehrer stand nach seiner aktiven Fußballerkarriere Dresden, Stuttgart, Kickers, Union, Bochum, Aachen bereits als Cheftrainer für Dresden aus seiner Linie. Vorstand Sport, mit Christian Fjell dürfen wir uns auf einen engagierten und akribisch arbeitenden Trainer freuen. Er verfolgt eine klare Spielphilosophie, die er bereits in U23 erfolgreich implementiert hat. Christian besitzt den richtigen Mix aus Erfahrung, emotionaler Ansprache und Fußball-Sachverstand. Olaf Rebbe, Sportdirektor. Christian. Zunächst einmal ist es wichtig, mich für das Entgegen der Trauen erfahren und sagen, ich bin gut. Ja. Wenn man Christian Fjell nicht kennt, dann lebt man echt hinterm Mond, Lashbob. Dass du dich überhaupt traust, den FM zu spielen, Junge. Was ist da denn los? War aber schon klar, nachdem wir Marquez geholt haben. Habt ihr das Video gestern gesehen? Bestes Vorstellungsvideo aller Zeiten. Junge, da weht jetzt ein anderer Wind beim FCN, das kann ich euch sagen. In der Innenverteidigung, da weht jetzt aber ab sofort ein ganz anderer Wind. Vorsicht, festhalten. Vorsicht. Aufpassen, Chat, das wird emotional kurz. Hello to everyone. I'm Ivan Marquez. I'm really happy and excited to be here in Nürnberg. I'm really looking forward to start the new season. See you soon. Vamos. Hello. Kuckuck. Hei, Freunde. Um Gottes Willen, aber jetzt, da krieg ich Angst. Gegen den würde ich im Training keinen Zweikampf führen. Ich sag's euch, wie es ist. Steht auch für wie lange, das ist egal, weil das sowieso im Februar geht. Es werden nie Vertragsinterner beim Club mitgeteilt. Niemals wirst du das erleben. Dass in der Pressemitteilung irgendwie steht, wie lange ein Spieler bleibt oder sonst was. Da wird nur von Verlängern, langfristig Verlängern und sonst was geredet. Bei Spielern zumindest. Vamos! So, wir brauchen jetzt Marching On Together. Marching On Together, Freunde. Ist das das? Ich glaube schon. Mit Inzaghi? Oh, Pippo Inzaghi! Rainy, danke für dein Follow. Bombarda verletzt, persönliche Gründe. Okay. Felix! Tschö! Marching on together. Manchester United will Ole Gunnar Solskjaer zurückholen, Freunde. Norwegischer Nationaltrainer. Er soll's, Trainer. Er soll's wieder richten. Ole's at the wheel. Ja, Packlack, das stimmt wohl. Sage ich auch mal nichts zu. Everywhere. We love you, Leeds. 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 Aber wir spielen zu Hause, Freunde. Wir spielen nicht an der Allen Road. Marching on together. Zur Musik geht, super. Tja, Loba freut sich auf Wiedersehen. Und dann haben wir es endlich geschafft, Freunde.
We love you, Leeds. Hey! Hey! Herrlicher Song. Herrlicher Song. Übrigens, Chat, worüber ich noch mit euch reden muss. Hängt hier alles gerade oder was? Scheiße, jetzt hängt hier alles, Chat. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ah, jetzt geht's wieder. Das will ich aber hören. Oh, United verliert auch noch gegen Aston Villa. Junge, Junge, United stürzt richtig ab. Moment, wir schauen mal kurz. Liverpool 5-0 gegen Sunderland. City verliert. Auch sehr gut für uns. Tottenham, Brighton 1-1. Auch gut. 90. plus 5. Arsenal gewinnt gegen Everton. Freunde, mit einem Sieg könnten wir zum einen die Wolves überholen. Vorerst. Und bis auf 2 Punkte dran sein an Tottenham. Das wäre natürlich jetzt Wahnsinn. Und der ist wahnsinnig gut drauf. Richard Trafford, ey. Ich habe eine Frage an euch. Und zwar habe ich ja ein sogenanntes Gemüsebeet. Jetzt brauche ich die Leute mit dem grünen Daumen unter euch. Die Gemüsegärtner, die Hobbygärtner, die Bauern und alle unter euch, die sich damit auskennen. Und zwar sind an meiner Tomatenpflanze, die aktuell schön wächst und gedeiht, ganz kleine Fliegen drauf. Ich glaube, ich weiß es aber nicht, ich glaube aber, dass die nicht in irgendeiner Art und Weise schädlich sind für die Tomaten, sondern entweder sogar gut oder zumindest völlig wurscht. Ein grüner Gaumen reicht auch, ja. Jetzt wollte ich euch mal fragen, ob ihr damit schon Erfahrungen gemacht habt mit sogenannten, ich weiß es nicht, ich nenne sie mal Tomatenfliegen. Und ob die gut oder schlecht sind. Ich habe bisher noch nicht gegoogelt. Die essen Läuse. Ich glaube nämlich auch, dass die gut sind. Weil die Pflanze sieht richtig gesund aus. Das sage ich euch, Freunde. Die ist gesünder als ich. Die sieht gesünder aus als ich. Was kommen nur 38.000? Ein bisschen fragwürdig, oder? Ich mache nochmal kurz alles neu. Gutes Protein kannst du ruhig essen. Nein, da hängen ja noch gar keine Tomaten dran. So, ich will noch mal ganz kurz alles neu reintun. Burmia müssen wir eigentlich zentral wieder spielen. Für eine vegetarische Ernährung nicht zu empfehlen. Kamara erstmal Bank mit Kumezio. Und dann hast du die Frage. Prete, Sebas, Steinemann. Ist das sortiert? Ja. Ich hätte halt gern da auf den Seiten. Sind die schwarz oder weiß? Schwarzpylon. Ich glaube, Steinemann nehme ich schon mal safe noch mit rein. Und Sebas auch. Ja. Vor allem hat Sebas noch dazu einen Link. Ich glaube, das müssen wir so als die Startelf nehmen. Kometio können wir eh außen vor lassen erstmal, der wird Backup sein. Monster, ein physisches Monster, aber der wird nicht Stamm sein. Und dann hast du noch einen Kamara. Aber ich würde sagen, Kamara ist schon vor allem als Ballspielender noch der Schwächste. Stellungsspiel ist halt geisteskrank. Weil er auch Elite-Innenverteidiger ist. Vergleichen wir mal kurz mit Steinemann. Kann ich einen Dreiervergleich machen? Nee, ne? Vielleicht täusche ich mich ja auch, man weiß es nicht. Aber Steinemann hat Stellungsspiel 18. Boah. Okay, fangen wir an. Ballername, Deckung.
Aggressivität ist bei Steinemann halt stark unten, ne? Aber ich glaube, das nimmt sich wirklich nicht viel. Steinemann ist aber halt Starspieler. Also es wäre für den Kader positiver, das erstmal so anzugehen. Was hat eigentlich Comezio? Das ist auch in Ordnung, ja. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Das passt. Okay, links hin brauchen wir gar nicht großartig quatschen. Das wird Pereira machen. Sollte kein Problem sein. Kann nur sein, dass die Tomatenpflanze kaputt geht, aber nicht die Tomaten. Ah, okay, Pylon. Okay. Ja, das ist ja noch ganz am Anfang bei mir. Lorinho übrigens auch, danke für dein Follow. Vielleicht mache ich auch mal ein Bild, wenn ich dran denke. So. Dann hast du rechts hinten. Safe eigentlich ein Renucci. Auch da brauchen wir eigentlich nicht großartig drüber reden, ne? Auch da brauchen wir nicht uns in irgendeiner Form drüber unterhalten. Okay. Prete kommt natürlich auch dann mit auf die Bank. Hetesi natürlich Pflicht, dass der spielt. Da brauchen wir uns auch nicht drüber zu unterhalten. Und dann hast du halt vorne Fetaoglu. So wie der trifft, muss ich auch den spielen lassen. Safe. Auch wenn ich dann noch immer... Was hat der hier stehen? Interesse von Leipzig. Bisschen unsicher bin. David Nunes sagt ja noch angeschlagen. Mats Karlin, Khalid Ndao und Sergio. Sergio ist in so einer bombastischen Form. Auch den muss man spielen lassen. Nur, wie gesagt, da bin ich mir unsicher, wo genau... Spielt mit Rücken zum Tor, schießt bei erstbester Gelegenheit, bleibt in Zweikämpfen auf den Beinen. Gut, das mit dem Schuss finde ich nicht so geil, aber ich lasse ihn dann mal ruhig hier spielen. Und ich hätte eigentlich, hoppala, ich hätte eigentlich schon Bock, Harvey Elliott da vorne reinzupacken. Das ist Where Is My Mind von den Pixies, aber Peckler hat es auch reingeschrieben. Ausrufezeichen Song immer, müsste im Normalfall klappen. Machen wir hier Harvey Elliott. Where is my mind? Spiel ich sogar mal Chaibi. Okay. Haben wir das also. Und Dao mit. Müssen wir mal gucken, Mats Karlin ist... Ah, hier steht es ja auch mal. Rotationsspieler, und Dao, glaube ich, auch sogar nur, ne? Ja. Darwin Nunez, natürlich Starspieler. Nee, Stammspieler sogar auch nur. Sehr gut. Fabio Carvalho. Und José Oliveira. Dann müssen wir das irgendwie, glaube ich, so machen. Dann haben wir das endlich mal wieder durch. Wobei Schmarrn statt Thomas natürlich González. So rum. Okay. Hammer.
PC auf die Bank, ja, jetzt aktuell mal. Der hat halt auch bisher kaum gespielt, ne? Der ist zweimal eingewechselt worden. Vielleicht können wir ihn darüber ein bisschen locken. Ich weiß nicht, vielleicht wird er dadurch ja auch ein bisschen besser. Er hat halt eigentlich nichts in die Richtung, ne? Dass der so ein Assi ist. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal rein. Und schauen mal, was das wird gegen unsere Freunde von Leeds United, Freunde. 1:17 sind wir da, 47 Minuten läuft die Aufnahme. Ah, da können wir doch mal spielen gegen Jesse Marsch. Der hat häufiger gefehlt als gespielt, das stimmt echt. Macht weiter so wie beim letzten Mal. Konzentrierte Abwehrleistung. Und ebenfalls weitermachen, Freunde. Schauen wir uns das Ganze halt mal an, ne? Mit dem neuen Vertrag in der Tasche 1,36 Millionen, die wir bekommen. Damit können wir arbeiten. Gehen wir es an, beziehungsweise 1,3 Millionen. Ich habe ja noch runtergehandelt. Ich bin ja fair zu meinem Verein. Ich bin ja fair, Freunde, klar. Zu Hause, bisher ist eine einzige Partie verloren. Das Kasper-Schmeichel-Stadion ist eine absolute Macht. Und ich hoffe auch heute, was ein wunderschöner Ball. Pereira geht direkt mal durch. Klappt nicht ganz. Also heute hier ein Sieg wäre schon verdammt wichtig. Pereira. Auf Chaibi, der sieht Elliot, legt ihn ab und Hetesi geblockt. Ich würde gerne mal eine andere Dingens nutzen. Möchte ich heute mal ein bisschen mir anschauen. Renucci, schöner Ball. Ball kommt rein, klappt nicht, abseits. Damsgaard, Gelert. Boah, Pfosten. Renucci. Wobei, das ist auch blöd so irgendwie, ne? Ich weiß es nicht. Schauen wir uns mal an, wie wir es machen. Steinemann. Chaibi. Pereira mit ein bisschen Platz. Flanke kommt leider nicht rein. Nochmal Sebas. Hetesi. Chaibi. Sergio. Renucci. Wunderbarer Ball. Ahmed Farifeta. Oglu. Wichtig, ganz wichtiges Tor. 6. Minute. Oh, ist das schön, Freunde. Boah, der macht den, ne? Also das ist nicht leicht aus dem Winkel. Und damit 2 Punkte dran an den Spurs. 4 Punkte weg vom FC Arsenal. Champions League in Reichweite, meine Damen und Herren. Vielleicht wird nächste Saison im Kasper-Schmeichel-Stadion die Champions League-Hymne ertönen. Wir schauen mal, Spence. Ball kommt rein. Bunano klärt. Riesentat. Simone Bunano. Guter Mann. Puh. Molero mit der Ecke. 11. Minute. Ist ein Topspiel auf jeden Fall. Gut geklärt. Zweite Chance. Wieder Molero. Molero, Renucci, super. Ball kommt nicht an. Spence. 0,08 XG und wir treffen, Freunde. Unfassbar. So, wir loben mal. Bunano jetzt schon mit einer 7,3. Das ist ein wahnsinniger Teufelskerl. Und da ist wieder Ahmed Fahri Fetaoglu, der Mann zum 1-0 getroffen. Sergio sieht Chaibi. Chaibi sieht Harvey Elliott. Ah, löst sich nochmal, macht er gut. Bomia, Etesi. Schöner Ball auf Chaibi. Elliott, da ist Platz. Oh, Elliott macht das bombastisch. Pereira, Sergio. Knapp drüber. Sehr schön gespielt. Harvey Elliott gefällt mir bisher. Zumindest was wir in den Highlights sehen. 66% Ballbesitz. Pure Dominanz. Früher Treffer, Freunde. Besser kann es nicht laufen. Wieder Harvey Elliott. Unsere falsche 9. Bourmia. Hetesi. Bourmia. Steinemann. Auf Renucci. Hat ein bisschen Platz über die Seite. Flanke kommt rein. Sergio kommt nicht ran. Nächste Chance Pereira, der Brasilianer. Chaibi. Kein Foul. Kriegen wir nicht. Sehen wir zu weit weg vom Mann.
Damsgaard. Immer noch Damsgaard. Einer darf dann gerne auch mal drauf hier. Aber nicht der, der aus der Mitte rauszieht. Burger. Oder Burger. Oh, so ein Burger hätt's jetzt, ne? Das wär's, Freunde. Das wär's. Ey, Chat, was gibt's bei euch zum Mittagessen? Langsam müssen wir uns doch wieder um die wichtigen Fragen des Lebens kümmern. Was gibt's denn zum Mittagessen Leckeres bei euch? Nächste Ecke, die müssen wir eigentlich auch nochmal einstellen. Funktionieren gerade nicht so. Hit Jesse. Geklärt, Elliot. Oh, macht er gut. Kann er den nochmal reinbringen? Nee. Wardle, Spence. Einen Snack heute Abend wird gegrillt. Mmh, herrlich. Eine Banane? Das ist aber nicht viel. Pereira mit Platz. Schade. Nochmal Hitesi. Oh ja. Renucci, super gespielt. Super Renucci. Ja. Oh. Nudeln mit Kirschtomaten, Knoblauch und Basilikum. Sehr geil. Hitesi. Flash-Käse weg. Das heißt Leberkäsweckler. Mensch, Flash-Käse weg. Was ist das denn? Bei mir gab es heute früh griechischen Joghurt mit frischen Erdbeeren und Bananen. Mmh. Rentsch. Jaloba. Burger. Jaloba. Rentsch. Sehr gut, wieder Ahmed Fadi. Burmia. Chaibi. Hetesi. Schöner Ball, Ahmed Fadi. Fedaroglu. Kann er den. Oh ja, mach selber, Junge. Du bist schnell. Schöner Ball. Geh durch. Renucci. Wo ist er? Damsgaard. Oh oh. Molero Rensch. Ein kleiner Snack und dann geht's erstmal zu Rock im Park. Oh nein! Burmia mit dem Fehler und es ist wieder Simone Bonanno. Ey, der Keeper ist so geisteskrank. Der ist so geisteskrank, das ist Wahnsinn. Gut geklärt. Wardle. Herrlich. Das ist nicht zu vergleichen mit Owusu, ne? Was der da abreißt, unfassbar. Ich mach mal wieder mehr fordern. Freistoß wieder. Molero. Wardle. Drüber. Boah, ich dachte, der wäre drin. Damsgaard, gut von Steinemann. Herrlich. Und schiebt gleich ein bisschen an. Sieht Harvey Elliott, der sieht wiederum Renucci. Kann er den die Linie lang gehen oder spielen? Faria, guter Ball. Sergio, der Mann aus Portugal. Jo. Schießt den auch in die portugiesische Heimat gefühlt zurück. Winkel war aber auch ein bisschen spitz. Neuen Trainer habe ich mitbekommen, Tau, ja. Bin ich sehr gespannt. Und eigentlich ganz positiv gestimmt, muss ich sagen. Freue ich mich. Fiello ist ein guter. Mal schauen, ob es klappt. So. Keiner fällt groß negativ aus dem Raster. Machen wir mal vielleicht so. Noch ein bisschen mehr aus der Tiefe heraus. Oh, Chat, Moment, die Regierung ruft an. Ich beeile mich diesmal, aber das muss was Wichtiges sein, sonst wird sie jetzt nicht anrufen. Ich bin sofort wieder da. Einen Moment. Tschüss, ciao, tschüss.
So, der Letchat, das immer wieder. Hallöchen. Alles gut. Warte mal, ich habe noch gerade eine Mail gekriegt. Oh, Baby. Oh, Baby. Oh, Baby. Oh, Baby. Ich habe noch Regierungskrise gelöst. Ne, da war keine Regierungskrise, da war nur eine Info, beziehungsweise ob ich was bestellen kann über Prime für den Urlaub, damit es da rechtzeitig kommt. Apropos Prime. Ich kann das nicht leaken, was ich gerade gekriegt habe, Chat. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Jetzt muss ich nur mal schauen. Ja. Aha. Okay. Nee, ich kann's wirklich leider nicht liegen, aber es ist was sehr Geiles. Ich darf leider nicht drüber reden, Chat. Aber, ich kann leider gar nichts drüber sagen. Es tut mir leid. Ich würde gerne. Aber, Fiello sucht doch einen Co-Trainer. Ja, ich bin's, Freunde. Nee, aber ihr werdet früh genug erfahren. Es wird noch in diesem Monat was passieren, sage ich mal. Eher aber Richtung Ende des Monats. Mehr darf ich leider nicht sagen, in keinster Art und Weise, aber es wird sehr geil und ihr könnt euch wirklich drauf freuen. Alle, die hier gerade anwesend sind, können sich sehr drauf freuen. Das wird geil. Aber ich darf nicht, das ist mir verboten, Chat. Ich würde gerne, ich würde sofort, ich darf nicht. Flanke kommt. Oh, alles, Bob. Ich werde Vater, so schnell geht das nicht, Freunde. Wenn das Ende des Monats, das Kind kommen würde und ich erst jetzt sagen würde, erfahren würde, dass ich schwanger wäre, das stimmt was in der Reihenfolge nicht, gell? Endlich OnlyFans. Ja, jetzt wurde zugestimmt. Ich habe den blauen Haken bei OnlyFans. Gibt es da einen blauen Haken? Ich weiß es nicht. Hier, Tesi. Steinemann. Jaibi. Da kommt nicht an. Er wird Vater und sagt, ihr werdet alle davon profitieren. Du bist der Typ, der zwei Bier was sagen will und vergessen hat, dass es ein Geheimnis war. Ach, bei zwei Bier. Elliot! Schade. Nein. Ich hatte aber gestern apropos Bier, Chat. Ich habe gestern, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, oder vorgestern war es, glaube ich, habe ich zu meiner Freundin gesagt, und das möchte ich hiermit auch nochmal wiederholen. Ich kann es nicht verstehen und ich weiß, dass jetzt der Großteil da dagegen ist, beziehungsweise meckern wird. Aber ich kann es einfach nicht verstehen, wenn man irgendwo unterwegs ist und auf einer Getränkekarte, also wenn man was Alkoholisches trinken möchte und auf einer Getränkekarte die Möglichkeit hat zwischen einem Hellen und einem Weizen, ich kann es nicht verstehen, wie man sich da für ein Helles entscheidet. Das heißt nicht, dass ich Helles nicht mag. Ich liebe auch Helles. Aber wenn man die Wahl hat, muss immer das Weizen auf der Eins stehen. Es tut mir leid, Chat. Alle, die das nicht zur Hand haben, die haben keine Ahnung. Ein Weizen ist immer auf 1, ein Helles immer auf A2. Ganz klare Nummer, Freunde. Faki Official, danke für dein Follow. So, das musste jetzt mal raus. Ich mag Weizen halt gar nicht. Weißbier schreibt er richtig, hat er absichtlich geschrieben. Aufpassen jetzt erstmal, Salvador, weg das Ding. Helles schön süffig. Weizen ist auch süffig, also zumindest bei mir. Bei mir ist ein Weizen süffiger als ein Helles, so blöd es klingt. Auch wenn das ein bisschen innerlich aufwühlt, nennen wir es mal so. Meistens ist das Weizen aber bei uns nicht vom Fass. Ja, stimmt, aber ist, finde ich, jetzt nicht so schlimm. Ist jetzt nicht so schlimm. Als ich in, gut, Bonanno wieder, Wahnsinn. In München war, da gab es ein herrliches Weizen vom Fass, aber ich weiß gar nicht, was das für eins war. So, wir gehen jetzt mal ganz kurz rein. Und wechseln. Ricardo Sergio, heute nicht ganz so gut drauf. Bringe ich mal Darwin Núñez wieder rein. Harvey Elliott nehme ich auch raus, bringe Oliveira.
Die Abwehr ist schon auf tief. Die Abwehr ist schon auf tief. Bombarda nochmal reinkommen. Ich glaube, ich werde eher, aber das schauen wir gleich mal. Nochmal was anderes gleich machen. Oh, wichtige Umfrage. Freie Wahl, was bestellst du? Habe ich abgestimmt, herrlich. So, warte mal. Und zwar hätte ich gesagt, wir machen das nochmal so. Wobei, nee, das lassen wir dann so. Lass mal ruhig auch ein paar Standards rausholen. Bills. Och Gott. Fewe Moin. Nee, Bills nicht. Pilz ist safe Nummer 3. Was gibt's noch zur Auswahl? Was ganz anderes. Und was ich auch sagen muss, Chat. Kommt immer drauf an, welches Bier. Ja, das ist natürlich auch, aber es ist eine grundsätzliche Frage. Immer vom Idealfall ausgehend. Was ich auch sagen muss, was ich überhaupt nicht bin. Ich bin, also nicht, dass ich jetzt das gar nicht trinke, aber ich würde mich auch immer oder im Normalfall für eine Bierart entscheiden als für einen Cocktail. Ich weiß nicht. Das ist auch nicht so unbedingt meins. Da muss ich schon einen guten Tag haben, wo ich sage, Mensch, jetzt komm. Aber ansonsten eigentlich immer Bier. Und was auch sehr lecker ist, ist ein Rosé. Oh, Freunde, Rosé habe ich mich auch verliebt. In so einen schönen Rosé. Und was ich diesen Sommer mal testen möchte, Chat, richtiger Alkoholiker-Talk hier gerade, ist mal also was heißt testen? Ich habe es schon mal getrunken, aber ich glaube, mir schmeckt es eigentlich richtig gut, aber irgendwie denke ich nie dran. Eine Weinschorle. Oh, schöner Ball, Ahmed Fadi Fetaoglu. Entscheidung, Fragezeichen. Er lupft ihn! Atkinson holt ihn raus. Schade, schade, schade. Das geben wir mal mit. Gut, dass wir 11.34 Uhr haben, da sind die Kinder noch weg, sind die Kinder noch in der Schule. In der Mittagspause ein paar Cuba Libre zwischen Klassiker. Weinschorle Rosé, der Mann wird alt. Chalopa. Wardle, Spence. Meine Freundin hat übrigens gerade mir mitgeteilt, dass sie beim... Oh. Na, schauen wir gleich mal. Warte mal, ich geh mal rein. Das gefällt mir jetzt nicht so. Bunano geht die Note krass runter, obwohl er doch da gar nichts dafür kann. PC Canella, soll ich den mal reinbringen? Nee, mache ich nicht, oder? Ich nehme Sebas raus und bring nochmal Billy Boy, Freunde, oder? Nee, für Steinemann. Hm. Steinemann raus, Billy Boy rein. Wobei Standards können wir drin lassen. Schauen wir mal, ob das zu krass ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bombarda. Da ist gleich Billy. Ah, kriegt ihn nicht. Imps. Gut, von Bombarda. Ndau.
Daru probiert es, aber aus der Drehung schwierig. Der Arzt von Leeds kommt aufs Feld. Jetzt hat sich nicht schon wieder jemand verletzt. Einwurf nochmal für uns. Oh, es wäre zu wenig. Sehr schön. Bombara, Hetesi, Darwin Núñez. Oh, warum schießen wir da? Nächster Freistoß. Wieder Bombara. Ahmed Fadi Feta Oglu. Kumizio war es, glaube ich. Hetesi kriegt ihn nicht. Salvador, Spence, langer Ball, den haben wir. Pereira. Abseits in Dao. Du sagtest gerade, dass deine Freundin gerade erzählt hat. Ach so, ja, das kann ich noch auflösen. Dass sie, und sie ist jetzt keine Person, die sich krass schminkt die ganze Zeit und sonst was. Also da irgendwie mega viel braucht und ausgibt und sonst was, was ich ja sehr gut finde. Aber sie hat gemeint, dass sie gerade beim DM war, Sachen für den Urlaub einkaufen, Sonnencreme und halt den ganzen Bums. Ratet mal, wie viel Geld sie gerade beim DM ausgegeben hat. Bumia. Dao kommt nicht durch. Bombara. Schade, Ball ist weg. Bissegger durchgesteckt. Nein! €158. Freunde, das sind 2 Tage Getränke. Das sind 2 Tage Bier im Urlaub. Die spare ich mir doch. Ja gut. Spiel schnell fortsetzen. Das sind 300 Mark. Mehr aufrücken. Ach Mann, ey. Billy darf mit vorschieben. Letzte Aktion. Meine Freundin ist Filialleiterin jetzt. Bombara! Oh, Idee war gut. Oh nein, ey, wir verlieren ernsthaft. Blindside Hit TV, danke für dein Follow. Wir verlieren die Partie noch. Jetzt kommen Männer. Unersetzlich. Lashbob, sie ist positiv. Deine Schlappis sind nicht weg, die sind jetzt nur woanders. Ich schicke den Co-Trainer. Freunde, neuen Vertrag unterschrieben und gleich eine Niederlage. Lukas in der Kabine so, sit down, nobody talk. Ich mach den Guardiola. Schwierig. Freunde, da wird jetzt auch mal reingepfeffert gerade. Passt auf. Straftraining. Oh, Mann, ey. Das ist so dumm. Wir hätten das, was so eine Riesenchance. Ist das der Tag, an dem wir die Champions League verspielt haben, Freunde? Al-Ittihad bietet Thomas Vertrag an. Sehr schön. Junge, geh.
Das wäre toll. Aber der Vertrag läuft ja eh aus. Kann er machen, was er will. Oh Mann, ey, wieder 5 Punkte weg. Sowas Dämliches. Aston Villa 8er. Das sind die Nächsten, die von hinten jetzt drücken. Sind das die ganzen? Ne, das sind wieder andere. Ruben Hennings wechselt nach Sandhausen? Ist Madden gerade hier? Ne, Madden ist im ICE. Clemois. Madden ist im ICE. Fährt gerade durch Köln durch. Am Ende wird es gar nicht europäisch. Ja, warte mal, wir gucken mal ganz kurz. Ja gut, Aston Villa, wenn die gewinnen, sind die vorbei an uns. Aber wir haben den Vertrag in der Tasche, Freunde. Alles gut. Ne? Alles gut, wir haben den Vertrag in der Tasche. Teilt er seinen Live-Standort mit dir, oder wie? Nee, hat er vorhin gemeint. Terror der Fußballgott bleibt. Das habe ich auch mitbekommen. Der, ich möchte mal, dass es ihm gut geht. Das passt, den brauchen wir nicht, dann sparen wir jetzt auch noch das Gehalt. Das ist ein Zeichen, wir verlieren, schon wird einer rausgeschmissen sozusagen, Freunde, gell? So läuft das hier. So läuft das. Kenne ich nix. Halbfinale EFL-Trophy, U21 von uns gewinnt. Sehr schön. Rollerralle, danke für dein wunderschönes Follow. Felix Passlack, 72. ausgewechselt mit einer 6-4. Schlechtester Spieler neben Conan Ong und Robert Carter. Ja, es waren halt die, es ist halt Saudi-Arabien, Packlack. Ne? Dachte ich mir, da kann man mal versuchen. Trainiert er wenigstens gut? Entwickelt er sich noch ein bisschen? Da stand verloren. Hier steht aber Leicester 7-6 Sieg. Gewinnt. Das ist wieder irgendwie falsch. Wir sind ja Leicester. Naja, wir sind Leicester, richtig. PSG gewinnt gegen Sevilla. Na, 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 na. Kim Wilde. Skippen wir. Sweet Baby. Sehr guter Song. Mentoring-Gruppen. Aha. Okay. Oh, die Nachbarin gießt. Ah, nee, die gießt nicht. Die schaut sich die Blumen an. Schön. Schön. Mit einer Gartenschere in der Hand läuft sie da rum. Die Mondblume nochmal nachgeschnitten. Streamo! Dein Fiello! Ja! Mein Fiello! Mein Fiello ist da! Fiello, Fiello, Fiello. Copa Total Sudamericana. Komm, da können wir auch nochmal rein scouten. Machen wir bis 23. Standard. Italiens Jugendeinladungsturnier. Auch da gehen wir rein. Machen wir mal Top-Prio schnell. Gucken wir uns an, ob der neue Bombarda drin da zu finden ist. Der Nachbar von deiner Nachbarin schaut sich an, wie seine Nachbarin Blumen schneidet. Absolut richtig. So, ich gehe nochmal hier rein. Auch da werde ich nochmal mit den Jungs und Mädels, na gut, das sind keine Mädels dabei, ne? Aber da werden wir nochmal quatschen. Ach, Timo sag ich schon. Packlack, mein Gott. Na, 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 na.
Ich glaube, da bist du auch im Urlaub, ab dem 7. Nee, Schmarrn, ab dem 6. Ab dem 6. bis zum 17. so rum. Der Elmo, morgens Elmo, abends Arenal. Oder wie heißt das so grob, ne? Glaube ich. Abgelehnt, Lester braucht dich. Nee, da werde ich mich schön auf Kreta befinden. Da werde ich mich schön auf Kreta befinden, Freunde. Oh, Leeds United gegen Man United. Also stimmt das mit Elmo gar nicht. Ich werde Elmo mitnehmen. Wir haben für 7.000 Euro so ein extra Ticket gebucht, dass Elmo im Cockpit vorne in einem kleinen Käfig mitfliegen darf. Spielen können tendenziell fast alle. Das ist doch schon mal gut, Freunde. So, gehen wir rein. Ich mach das nochmal raus. Das lassen wir auch drin. Das passt. Steel, moin! Darf er da noch Knöpfchen drücken im Cockpit? Na klar. Hast du meine Twitter-DM von gestern gesehen? Nee. 7.000. Ja, wer für 158 Euro Dingens ausgeben kann. Hey, du hast gestern mir gar nicht geschrieben. Ah doch, da war der, oder? Nee, Montag. Ach, da meine ich. Das ist schon ein bisschen älter. Aber da haben wir ja, hab ich ja schon drauf geantwortet. Climax blockieren. Ah, nee, doch nicht. Du hast mir nichts geschrieben, Climax. Da kam nichts an. Danke, MACALL 17. Wie lange bist du eigentlich im Urlaub? Lashbob. Hä? Bei mir steht da nichts. Lashbob hat mir geschrieben. Twitter hat mich gegaslightet. Ich schau nochmal. Das stand Nachricht wurde verschickt. Ich nehme jetzt mal an. Nee. Ich habe dir einen Wink-Smiley geschickt, da ist leider, steht da sonst nichts dabei. Und McAll, vielen lieben Dank für den 49. Monat mit Twitch Prime. Die kostenlose Möglichkeit. Das war geheim, achso. Die kostenlose Möglichkeit, einen Streamer eurer Wahl zu unterstützen. Ich bin bis zum, was ist das jetzt, muss ich nochmal überlegen, ich glaube 16.06. Bis zum 16.06. Also vom 6. bis 16.06. Nee, bis 17. Schmarrn. Vom 6. bis 17.06. Ich denke, ich bin wahrscheinlich am 19. Dann wieder live. Also ich werde das letzte Mal entweder am Sonntag oder Montag streamen und dann ab dem 19. wird es weitergehen. Danke, McAll. Ja, wir gehen rein, Freunde. Wir probieren das trotzdem nochmal so. Ist jetzt was angekommen? Jetzt bekomme ich nochmal irgendeine Mail. Artikel in der Lieferung. Hä? Das ist, glaube ich, irgendwas von meiner Freundin jetzt wieder. Mein Gott, was passiert hier? So, und hat jetzt, ist die Nachricht von Clément durchgekommen? Ja, jetzt ist was gekommen. Das ist natürlich absolut okay. Climax, immer, du darfst alles. Du darfst an mir rumschnibbeln, wie du willst. Ich erwarte heute einen Sieg, Freunde, mehr sagen wir nicht, gehen wir rein. Streamo macht Urlaubsvertretung. Streamo wird hier jeden Tag ab 6.30 Uhr bis 12.30 Uhr online sein. Wie hältst du es so lange ohne CS aus? Ich nehme meinen Laptop mit. Was? So, Freunde, wir gehen rein.
Ja. Das ist ja heute super. Ach, macht Spaß hier. Da wird am Spielfeld dran die Bewerbung für United fertig gemacht. Aber da kommt ja eh der Ole Gunner. Die warten ja nur auf die Arbeitserlaubnis. Das Ding ist durch. Seit meinem Follow läuft es ja richtig. Bitte wieder entfolgen. Danke. Schwierig, Freunde. Gut dazwischen. Ahmed Fadi Fetaoglu kann den nicht spielen. Und wir kriegen ihn nicht zurückerobert. Oliveira verlagert den Warren. Boah. Abstoß. Haaland, Newcastle, hinten City führt. Die kommen auch nochmal näher ran. Ja, super. Ich bin ganz nervös. Warum bist du denn nervös? Bitte nicht abonnieren. Oh ja, dann folge ich, dann läuft es vielleicht wieder besser. Bitte nicht abonnieren. Danke für dein Follow. Ah ja. Jaibi, Burmia, Sebas. Jaibi, Burmia, Sebas. 10 Official. Ich lieb's hier. Darum bleib ich noch länger. Wäre königlich folgendes Video dem Chat zu zeigen. https. youtube.blgk8vtbrfdc. Was will Niklas jetzt schon wieder? Danke für 50 Monate, Herr Niklas. Was ist denn das? Das war noch meine unseriöse Zeit. Das ist ein Witz! Das ist ein Witz! Darauf zurückzukommen, zwecks Streber, Klassenclown oder so. Ich sag mal so, wie gesagt, Klassenclown an sich nicht. Aber ich glaube, ich habe meine Mitschüler schon ganz gut unterhalten können. Drücken wir es mal so aus. Wie gesagt, ich denke, ich war einer, der das seine Mitschüler doch ganz gut unterhalten konnte. War jetzt aber keiner, der irgendwie so vor der ganzen Klasse seine Witze gemacht hat. Also kein richtiger Klassenclown, aber ich denke, ich konnte jedem an jedem Tag irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zaubern, beziehungsweise ein verzweifeltes Lächeln, so der Richtung nach, um Gottes Willen, wieder so ein schlechter Wortwitz. Hochgelegt Nigel, 33. Minute, Nigel, Nagel, neu. Ein Streit. Wir brauchen einen Streit, auch wenn er viel Streit verursacht. Haha, lustig. Und ich habe übrigens wieder Bart hier. Lampard haben wir noch. Lampard. Weil ich meinen Bart habe, darum haben wir Lampard gezogen, Freunde. Um Gottes Willen. Funny. Das ist nicht so funny, was der da macht. Gute ist, wir haben heute eigentlich echt nichts zu verlieren. Wir können nur gewinnen. Der Mo, er muss sozusagen, Freunde. Haha, was ein Witz. Auch mit den Klamotten kriege ich noch solche Witze gebacken. Ey, wir kriegen gar nichts gebacken. Wir kriegen nichts hin. Jetzt hat Kier. Guter Ball auf Lahm. Lahm ist, ja, zu lahm, Freunde. Aber wir verteidigen relativ gut. Unten ist er allerdings frei. Das ist Bellinghausen. Oh, und Timo Horn mit einer Supertat. Ich wollte schon sagen, jetzt kommt der Anschluss. Aber nee, der reißt die Hände hoch. Hält hier seine weiße Weste ganz, ganz feste. Ibra, Timo, Witsch. Und, ja, Riese. Oh, er hätte sich zum Riesen machen können hier. Freunde. Also 0-0 gegen was? Wein ist fein. Ne, Wein ist nicht so fein. Bier ist besser. Oh, der war gut. Wein ist fein, Bier ist besser. Die Stille hat ganz gut gepasst, Chat.
Die Stille hat ganz gut gepasst. Was ist denn der da unten? Auswandern als Rentner. Das ist ja auch mal eine Ansage, Freunde. Auswandern als Rentner. Aber das habe ich heute angeschaut, tatsächlich. Das habe ich heute mir angeschaut, Freunde. Auswandern als Rentner. Hier City Skylines, herrlich. Da unten immer wieder Samstag. Oh, einfach Lashbob auf dem Thumbnail. Ja. Sehr gut, toll, super, Niklas, danke, danke, Ersenp, danke für dein Follow, wichtig, dass wir das nochmal heute gesehen haben, super. Super, super, super. Nee, es ist super, ist echt super. Läuft heute alles richtig gut zusammen, wir verlieren jedes Spiel, tolle, tolle Videos, super. Schon ein bisschen cringe, bisschen? Bisschen? Das ist ultimativ cringe gewesen. So, jetzt müssen wir hier irgendwas erfolgreicher gestalten, weil so ist das ja mal gerade ganz und gar nichts. Noch keinen einzigen Abschluss. Jetzt vielleicht mal. Renucci, du musst dich andersrum drehen beim Einwurf. Sehr gut. Chaibi. Das war Peak Schlappi. Besser wird's nicht mehr, meinst du? Renucci, Steinemann. Sebas hat ein bisschen jetzt mal Raum. Mal schauen, ob man einen schönen Pass nach vorn spielen kann. Sergio, nee. Meine Güte, Freunde. Das war Peak Schlappi, da brauche ich gar nicht reinklicken. Da weiß ich doch, dass das Lied kommt. Das hören wir uns jetzt nicht an. Genug Videos für heute, ja. Boah, da geht ja nichts. Gar nichts, Chat. Ich glaube, jetzt kommt das zweite noch. Gut, oder kommen wir zum Ausgleich. Ahmed Fadi Fetaoglu, Harvey Elliott mit ein bisschen Platz, aber ist alleine, kann da durch, ne? Oh oh. Der ist drin. Boah, Freunde, Freunde, was ist denn da heute los? Wow, Peklak und NR10. Drüber. Drüber. Was eine Halbzeit. Sind jetzt zwar verunsichert, aber das musste jetzt mal raus. Auf geht's. Dreifach Wechsel zur Pause. Also wir müssen in dem 6-Punkte-Spiel zumindest einen Punkt holen, ne? Wenn du 1-0 hinlegst und der Tor der beste Mann ist, ja. Das sagt viel aus. Jetzt ist auch noch Pereira verletzt, super. Zeige, was du drauf hast. Minga, mein Lieber, einen wunderschönen guten Morgen. Bunano. Kamara. Gonzales. Gut verlagert.
Nein, warum geht da keiner hin? Aber wir haben ihn noch. Renucci, super. Ahmed, Fadi, Feta, Oglu. Alles ein bisschen zu ungenau. Nein, Steinemann wichtig. Kein Scheiß bauen. Sehr gut. Hetesi, Renucci. Renucci, Hetesi. Kein Abseits, Harvey Elliott. Lupft er den an den Pfosten. Gecki, moin. Kannst du mir eine Mannschaft empfehlen? Immer den ersten FC Nürnberg. Steinemann. Der war geil. Der war richtig gut. Schön, Kamada. Bombarda. Prete. Kamara. Danke nochmal für den Raid gestern. Sehr gerne. Ey, das ist heute so schlecht. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Jetzt habe ich Elliott. Canella kommt nochmal rein. Der Assi, Freunde. Der aggressive Assi. Wir werden hergespielt. Tobi, moin. Wir werden hergespielt. Tschüsschen, Hallöchen. Unfassbar, Freunde der Sonne. Unglaublich. Ja, das ist 2,63 zu 0,46. Wir haben absolut keinen Auftrag. Und das in einer so wichtigen Phase in dieser Saison. Schöner Ball, Sergio. Oh, kriegen wir nicht unter. Die Offensiven spielen heute gar nicht mal so gut. 6-2, 6-3, 6-2. Wahnsinn, ne? Nochmal Elliott. Kommen wir zumindest mit dem Anschlusstreffer nochmal ein bisschen ran. Nee. Foreman. Chevalier. Kleine Ergebniskrise und jetzt dazu auch spielerische Krise. Gegen Abs, oh Gott, Junge, was ist denn mit denen los heute?
Das ist ja nicht zu fassen. 0 zu 3. City, die können jetzt alle an uns vorbei, wenn es blöd läuft. Und wir alle 30 Spiele haben in der Liga, sind wir nicht mehr auf dem europäischen Platz. Ei. Schien ängstlich, ja, das sollte der auch sein. Zwei Niederlagen in Folge. Neuer Vertrag, direkte Mannschaft verloren. Echt so. Traurig, aber wahr. Hashtag Hösche out. Gucken wir gleich mal rein. Ich weiß nicht, wann City, Chelsea und Co. spielen, aber ihr seht's. Liverpool gewinnt den Carabao Cup. Nach Verlängerung. Gegen Brentford, was ein Spiel. Oh. PC Canella kommt jetzt auf uns zu. Pereira 5 bis 8 Tage verletzt, okay. Das macht der Co-Trainer. Arsenal 10 Spiele ohne Niederlage und PC Canella möchte jetzt mit uns reden. Raus, gute Reise, Pizzi, das war's. Das war's, Freunde. Der ist ja Wahnsinn. Das ist ja absoluter Wahnsinn mit dem Kerle. Wir haben den Gott sei Dank für nicht allzu viel geholt, aber kein guter Transfer gewesen, Chat. Raus mit dem. Hoffentlich kommt Saudi-Arabien auf uns zu oder so. Also das geht ja so gar nicht. Das geht ja so gar nicht. Was wir jetzt mal machen, Chat, ich werde den Trainingsplan mal ganz entspannt halten diese Woche und mache einfach wichtiges Spiel. Mehr mache ich nicht. Wir machen nur wichtiges Spiel. Und gucken mal, was das wird. Alex FCN auch nochmal moin. Der Blaue. Da muss der Trainer vielleicht mal die logischen Schlüsse draus ziehen und freiwillig zurücktreten, wenn er das Team nicht mehr erreicht. Hallo. Keine Angebote. Quatsche ich gleich nochmal mit ihm. Verpiss dich. Verpiss dich, Junge. So. Harter Schuss. Danke für dein Follow. Und ihr könnt gerne wieder rein in die Wette. Ich glaube fast, Chat, dass das die letzte Partie sein wird für heute. Ah, jetzt spielen die alle. Und dann gehen wir in City Skylines. Ich habe Bock, ein bisschen weiterzubauen. Jetzt drücken wir aber erstmal ganz kurz die Daumen, dass das soweit. Ja. Warum ist jetzt Platz 7 da weg, Chat? Auf einmal sind wir auf 8. Und City spielt noch. Liverpool. Ist das, weil Brentford den gekriegt hat? Oh nein, wahrscheinlich hat Brentford. Brentford dürfte nächstes Jahr international spielen. Als Nachrücker oder was? Ist dem so? Ist dem so? Oh no. Das macht's gerade nicht besser. Die Sache ist halt die, es ist trotzdem weiterhin alles drin. 7 Spiele auf Länderspielreise danach schreiben. Ah ja, stimmt, danach war Länderspielpause. Pingotto.
17,5, scheinbar eine Ausstiegsklausel. Ja. Und die sind noch in Arbeit. Was sagst du jetzt zu Fjell? Ich bin sehr gespannt und freue mich. Ich mag ihn. Und habe bisher nur Gutes von ihm gehört, aus verschiedenen Ecken. Ob es dann klappt und wie das läuft, das ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Aber ich bin... Oh! Ich bin zufrieden. Chat, Jugendspieler. That's what I want to see. Ohne Ehrgeiz, na gut, das will ich nicht sehen, aber besser. Reels, danke für dein Follow. Nix nochmal moin und hat das viele 17er. Aber das ist im Vergleich ja schon mal Wahnsinn. Erinnert euch mal ans letzte Jahr. Zumindest mal eine gewisse Steigerung da, aber die sind trotzdem auch nicht so, dass die mich umhauen. Da muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Aber okay. Warum kriegt der gleich so viel? Ach so, weil der war noch, hä? Weiß ich nicht, wurscht. Kann ich das nicht so machen? Mm. 300.000, Junge. Spinnst du? Achso. Naja, okay, komm, scheiße, hab ich vergessen. Ein Schwede. Temperamentvoll. Oh gut, das ist wieder nichts. Sollte der IFL-Cup-Gewinner sich anderweitig zum Beispiel durch den Gewinner des internationalen Titels oder mindestens rückt nicht etwa der unterlegene Finalist, sondern ein weiterer Teilnehmer der Premier League im Allgemeinen der Tabellen 6 nach. Gibt es auch durch den FA-Cup einen Nachrücker für die Europa League? So wird, Päcklack, aber warum ist das dann hier weggegangen? Das war ja vorher noch der 7. Komisch. Ja, werden wir sehen, hilft eh nichts. Wir müssen einfach gewinnen. Ist Liverpool vielleicht rechnerisch noch nicht sicher in der Europa League und deswegen wurde der 7. erstmal weggenommen? Das kann natürlich auch sein. Das kann sein, ja. Vielleicht liegt es daran. Wenn die dann die Quali sicher haben, was sie ja eh haben werden, dann wird es klappen vielleicht. Warte mal, was stand da bei Liverpool? UEFA Champions... Nee, Conference League, ne? Spielen die dann. Ja, aber ich glaube, das heißt aktuell, dass die über die Liga qualifiziert sind. Über den Pokal. Das heißt, das bedeutet gerade Pokal, weil die sind ja noch nicht offiziell dabei. 15 Punkte, man kann ja noch 24 holen. Und ich schätze mal dann, wenn die über die Liga qualifiziert sind, rutscht der 7. nach. So würde ich das jetzt mal sehen. Ja, der wird wieder an die Liga gehen, wenn es dann fix ist. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, dann haben wir das auch geklärt, Freunde. Herrlich. Wichtig und richtig. So, Jugendspielerkandidaten, das haben wir uns schon angeschaut. Das lassen wir auch soweit. Ist trotzdem wieder kein geiler Kader, ne? Also irgendwie haben wir da bisher noch nicht so wirklich Glück gehabt. Obwohl wir ja sogar diesen vermeintlichen Trick angewandt haben. Ich glaube, wir haben auch jetzt dann dementsprechend aktuell keinen Jugendabteilungsleiter, ne? Nee, dann suchen wir jetzt aber da wieder einen. Weil das hat ja scheinbar auch nichts gebracht. Di. Ja, aber die sind, also da hat man trotzdem schon geilere Packlack. Da hat man schon geilere. Wouter van der Linden. Boah. Energisch.
welchen Trick, dass man da irgendwie den, den Jugendabteilungsleiter einfach rausschmeißt. Da hat's geheißen, vermeintlich sollte das was bringen. Ich sage da Leon Schulz, soll ich den nehmen konsequent? Hallo Jule. Machen wir halt mal. Barbados, auch nicht schlecht. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt zwingend einen Sieg gegen Huddersfield. Wenn das nicht funktioniert. Hier die Ergebnisse von Livy. Seems to work. Eine Saison später wieder gute Boys. Und noch eine Saison hat einen neuen U19-Trainer verpflichtet und der hat auch Bock. Well. Und dann kommt Salty und da ist nichts dabei. Ja, aber es ist trotzdem, also ich weiß nicht, oder? Passlack wird langsam fit, herrlich. Was so ein Buchstabe ausmachen kann, ne? Machen wir das I weg und ein E ran, dann ist auch wieder anders. Weil das ist doch, also jetzt mal ernsthaft. Ich meine, ja, der hier. Und der ist erst 15. Aber ohne Ehrgeiz auch. Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht erwarte ich zu viel, Chat. Vielleicht sind wir zu erfolgsverwöhnt. Beziehungsweise können mit dem Geld alles machen. Und dementsprechend ist das gerade nicht gut genug, was ich das sehe. Ich weiß es nicht. 1,88 mit 15. Groß ist er. So, City verliert gegen die Wolves. Ja. Aston Villa unentschieden gegen Arsenal, das ist für uns ganz gut. Wir müssen einfach gewinnen, Chat. Wir müssen in Anführungszeichen einfach gewinnen. Und dann ist erstmal Länderspielpause. Schauen wir mal, wie wir da spielen. Ich meine, die sind 17. Und wir spielen zu Hause. Wir sind eigentlich ja heimstark. Auch wenn wir gegen Leeds vorhin zu Hause verloren haben. Jetzt soll es übrigens bei uns dann nochmal Cox, neuer Man United Trainer, ah ja. Jetzt soll es übrigens bei uns dann nochmal so ein bisschen bewölkt sein. Und dann soll es aber richtig warm werden nochmal heute Nachmittag. Du holst die weltbesten Spieler über den Transfermarkt. Welche Spieler sind denn die besten, die in Deutschland in den letzten 5 Jahren tatsächlich aus der Jugend gekommen sind? Das ist schon realistisch. Ja, ich sage nicht, dass es unrealistisch ist, sondern eher, ich hätte halt gern mehr, ne? Hier, Richard Trafford ist zum Beispiel U18 Talent of the Season. Ich hätte halt nur gern mehr gewollt, das ist schon in Ordnung so. Aber ich hätte mich gefreut, wenn da so ein Geisteskranker, so ein neuer Messi-Ball rumgekommen wäre. Ein neuer Jamie Vardy. Gut, dass ich Vardy und Messi auf eine Ebene heb. Hä? Ich dachte, hä? Ach, Nick Cox ist Interims. Dachte mir schon. Wir gelten als Favorit, aber seit 3 Spielen nicht mehr gewonnen, Chat. Ein Unentschieden aus den letzten 3 Spielen nur. Oh je, Alex. Wir haben hier wieder wüstenähnliche Zustände die nächsten Tage. Ja, bei uns ist so, ich glaube, 23 Grad in der Spitze. Und das aber, ja, 27 dann Donnerstag, Freitag nächste Woche, aber eigentlich durchgehend gleich. Und ich habe gesehen, auf Kreta regnet es heute. Schwere Gewitterwarnung. Super. Ich glaube tatsächlich, dass es nächste Woche in Deutschland wärmer ist als auf Kreta. Aber Kreta hat halt mehr. Und Deutschland, ja gut, ne? Aber es dürfte gerne mal wieder regnen, bin ehrlich. Ja, das wäre halt auch gut für die Blumen, für die Natur. Ich bin in dem Alter, da muss man dann sagen, das wäre auch mal wieder gut für die Natur. Dazu ist man verpflichtet ab einem gewissen Alter, dass man das dann dazu sagt. Bin auch aus Nürnberg, ach so. Ja gut, ich bin ja nicht direkt aus Nürnberg so gesehen. Vielleicht gibt es da unterschiedliche Wetter- und Zeitzonen. So, ein Sieg wird erwartet, das ist klar.
Und für die Allergie. Da bin ich froh, da habe ich nix. Zumindest nicht, dass ich wüsste oder dass sich irgendwie auswirkt. Krass. Darwin Nunez kann spielen. Liverpool gegen die Wolves, das ist ganz gut für uns vielleicht. Ich wechsle ein bisschen durch. In welcher Stadt wohnst du denn? In einer schönen Stadt? To do it, to do it, to do it, to do it. Okay, das machen wir so. Pizzi Canella, der wird nie wieder spielen, Freunde. Der Kollege wird nie mehr wieder spielen. Wir gehen rein. Darwin Nunez endlich wieder fit, endlich wieder da. Endlich darf er wieder treffen. Mark Fotheringham, Trainer von Huddersfield. Huddersfield ist 17. der Formtabelle. Also, Freunde, 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 wenn wir das jetzt nicht gewinnen, dann weiß ich aber auch nicht. Der kann sich für Pizzi Canellern. Aber der Mann hat für ordentlich Unmut gesorgt. Warum darf er nicht mehr spielen? Weil der erst im Sommer zu uns gekommen ist. Nee, nicht im Sommer, im Winter, an Silvester. Nachdem der vorher gekauft, aber rückgeliehen wurde nach Argentinien. Hat seitdem schon zweimal bei einem Training gefehlt oder ist zu spät gekommen, weil er bis nachts im Club war. Und hat sich jetzt beschwert, dass ich nach dem desaströsen 0-3 die Wasserflasche geworfen habe. Der Mann ist auf sogenannten Krawall gebürstet. Und deswegen muss er gehen. Er ist 19, er ist ein Top-Talent, aber die Mentalität, die stimmt da nicht, die passt nicht. Deswegen, mach it, schwing der Hut. Mhm. An Silvester. Ach Gott. Sanderson. Rodoni. Guter Ball. Für uns gut sogar so gesehen. Darwin Nunez ganz oben schön auf Renucci. Renucci mit ein bisschen Platz. Renucci sieht mit Fadi. Fetaoglu, der kriegt den nicht. Ein Bombo dazwischen. Oh, und Gonzales. Aber der andere Gonzales, nämlich unserer, holt ihn. Sebas. Chaibi. Hätten auch nochmal an der Dreierkette ein bisschen rumrütteln können. Ne? Aber eigentlich sind die ja gut genug. Also es liegt nicht an der Qualität, es liegt nur an der Form gerade. Gonzales, schade. Soler dazwischen. Bernat. Was ein langer Ball. Der ist gut. Rocco. Weg. Also nach vorne geht bei uns irgendwie wenig. Vielleicht mal nach dem Standard. Hey, Desi. Kroatischer Superstar. Flanke kommt rein. Ja, Oliveira braucht den nicht. Darwin Nunez gehen 16er. Schade. Sebas nochmal ablegen. Burmir schießt. Bisschen mehr ins Eck. Aber war in Ordnung. Nächste Ecke hinterher. Wieder hey, Desi. Der Mann mit dem Marek Hamšík Gedächtnisschnitt auf der Birne. Nächste Chance. Darwin Nunez, ach, das war nichts. Aber er rennt zurück, kriegt er den? Oder macht einen Foul? Ich weiß es nicht. Nee, wir haben ihn. Renucci, sehr schön. Hitesi, Steinemann, schade. Nächster Einwurf, okay. Sind wir gerade ein bisschen besser drin? Was? Hä, was war das denn? Völliger Fehler des Keepers, der sich da verschätzt. Erstes Tor, Kopfball vom 16er Rand. Klassiker für einen Außenverteidiger. Sowieso. Sehr gut, wir führen. Würden damit wieder in die Top 6 eindringen, Freunde. Eindringen.
gibt mir Jaromir Blaschek-Vibes. Hieß der Jaromir? Also Blaschek, ja? Jaromir? Jaromir, ne? Das stimmt schon. Gut geblockt. Der Blaschek. Carlo Soler. Ecke. Gut, Bonanno, bester Mann. Ich hoffe, dass uns... Boah, Everton 3-0. Ich hoffe, dass uns das jetzt mal so ein bisschen pusht, der Treffer. Renucci mit der Chance. Ecke. Paulaner Spezi ist die beste. Oder es ist die Spezi, nicht der Spezi. Der Spezi ist der Kumpel auf Bayerisch. Das ist mein Spezi. Oder was heißt Kumpel? Ja, ein entfernter Kumpel, nennen wir es mal so. Darwin Núñez. Rodoni. Wir wären wieder dran, Freunde. Wir können wieder von der Champions League träumen. Mbombo. Solea. Bonanno. Und von der Europa League auch. Aber ich will eigentlich schon Richtung Champions League irgendwie, wenn es geht. Gut, Steinemann. Der verlagert immer sehr schön, ne, muss man sagen. Aber das möchte ich mal kurz schauen. Ich glaube, das liegt dran, weil wir dem doch das auch mitgegeben haben, oder? War das Steinemann? Nee, ja, dann war es nicht. Wir haben doch irgendeine mit den Seiten wechseln. Richtig an. Ahmed Fadi. Oliveira durchstecken. Oh, schön. Komm, mach noch eine Vorlage, Jung. Ja. 2-0. Abseits? Glaube ich nicht. Oder? Tor gegeben. Ja, Paul Tierney entscheidet auf 2-0. Leicester City! Wichtig. Weiter, weiter, weiter. Komm, pushen, pushen. 13 Minuten, 2 Tore. Vielleicht kriegen wir im ersten Durchgang noch eins. Burmia mit dem Freistoß. Schießen wir uns heute hier aus der Krise. Burmia, was ein Ball. Ahmed Fadi Fitaoglu wollte ihn querlegen. Der kommt fast an. Schade. Jaibi. Kommt da hin? Nee. Bernat. Soler. Wieder Sanderson. Langer Ball. Wichtig von Burmia. Jaibi. Sebas. Sehr, sehr schön. Machen wir super. 10 Minuten noch im ersten Durchgang. Sollen wir jetzt nochmal rauslösen? Der war wichtig. Was ein Ball. Richtig gut. Renucci mit ein bisschen Platz, mit ein bisschen Raum. Renucci, der kann das. Renucci kann einen durchstecken. Sieht Jaibi ganz unten. Ist Israel González. Israel González mit dem Ball. Da ist Ahmed Fahri. Fitaoglu 3-0. Jetzt läuft's. Wunderschön gespielt. Traumhaft. Oh, ist das gut. Eisekalt sind wir jetzt vom Kasten. Was eine Performance, Freunde. Boah, ich weiß gar nicht, gegen wen es nach der Pause geht. Müssen wir uns noch anschauen. Würden heute auch ein bisschen was fürs Torverhältnis machen. Renucci, Ball kommt rein. Da ist Oliveira. 4-0. Jeder da vorne trifft. Das ist doch mal eine Antwort, Freunde. Das ist mal eine Antwort. 7 Schüsse, 5 aufs Tor, 4 drin. 0,9er XG. Wir machen 4 Buden draus. Nächste Chance. Burmia! Pfosten. Junge. Das ist ja heute eine richtige Schlachtung. Nuruddin. Langer Ball nach vorne. Rocco. Kriegt ihn nicht, aber kriegt den zweiten mit Russell. Gut von Hetesi. Super dazwischen. Aber Rudoni nochmal. Are Mbi. Geblockt, Ecke. Woo! Sehr gut. Das läuft. Soler. Soll er doch mal die Ecke machen. Das hätte ein Gegentor eigentlich wer verdient gewesen. Ne? Also waren großartige 45 Minuten. Ihr habt sie an die Wand gespielt. Und da sind alle selbstgefällig.
Möchte ich nicht. Hitze sie raus. Victator, 69, auch eine schöne Zahl. Dankeschön, welcome back. Elkenbach, Victator 394. 69, auch eine schöne Zahl. Absolut. Dankeschön, Victator. Wie geht es Ihnen an diesem tollen Freitag? Wo wir jetzt hoffentlich gleich das 5-0 machen. Ich will die richtig zerstören jetzt. Hier, Tesi. Darwin Núñez. Hä? Habe ich den Falschen raus? Oh nein, ich habe Chaibi raus, oder? Hm. Naja, gut, ist jetzt auch nicht schlimm. Aber wollte ich eigentlich nicht. Naja, Querpass, danke für dein Follow. Naja. Lieber so verwechselt als Kovac mit Wolfsburg in Münster, ne? Schöner Ball, Ahmed Fadi Fetaoglu. Schade, schade. Nochmal Núñez. Hätte er mehr Zeit gehabt. Ah ne, Van Bommel stimmt, Van Bommel war es. Karlin und Co., ja, die können wir gleich mal bringen in der 60. Bombarda. Darwin Núñez ganz unten. Ja, spiel ihn doch. Mensch, Junge, was ist das denn? Ich spiele den Ball. Gut, Bombarda. Steinemann. Renucci, Bombarda Linie laufen. Klappt nicht. Ahmed Fadi kriegt ihn nicht. Nochmal Renucci. Super. Müller! Und wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Guten Tag. Ebenfalls guten Tag. Dankeschön, Müller, für 62 Monate. Willkommen zurück. Komm, wir wechseln jetzt schon. Núñez ist ein bisschen platt. Darf mal... Nee, nicht Cavallo rein. Scheiße, was mache ich jetzt? Mats Karlin hier. Dau hier. Javi... Nee. Fabio Carvalho hier. Alle selbstgefällig, ne? Ich bin gespannt. Also ich glaube, wir werden das hier gewinnen, Chat. Das würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Schön Spielpraxis vor der Länderspielpause geben, klar. Nein, Bonanno, I love you so much. Guter Mann. Oh, schaut euch das an, ey. Wir werden wieder so dick dabei. Es ist wieder alles drin, absolut alles. Gut, Meisterschaft nicht, die wird Liverpool dieses Jahr holen, aber die wollen wir auch gar nicht angreifen. Everton 5-0. Ich gehe nochmal auf Offensiv. Also wenn die Wolves und Tottenham verlieren, wie gesagt, dann ist wieder alles möglich. Und einen Wechsel, den haben wir noch und den wollen wir natürlich auch noch sogenannt tätigen. Hat aber nichts mit dem Tee zu tun. Billy Comezio darf nochmal rein für Steinemann. Du fragtest vorhin, Lasagne würde es geben, die ist im Ofen. Oh, herrlich. Es gibt eine Lasagne im Hause, Päcklack. Das ist doch mal lecker, Schmecker. Damit kann man arbeiten. Ich hätte gerade Bock auf einen Vanillepudding mit frischen Erdbeeren irgendwie. Aber wenn ich mir den mache, dann muss ich den erst wieder auskühlen lassen, weil ich mag den am liebsten kalt. Aber vielleicht mache ich das dann. Tiefkühl-Lasagne, sowas gibt's bei Päcklack nicht. 5-0, Carvalho trifft auch noch. Die wird schön selber gemacht. Spinnst du denn? Im Gleichschritt mit Everton. Also, Fabio Carvalho darf auch nochmal ran. So will ich das eher sehen, Freunde der Sonne. So möchte ich das sehen. Jetzt halten wir hoffentlich noch die Null und dann passt das.
Weder noch, es ist frische Lasagne gekauft. Hä, du kaufst fertiges Essen, Päcklack? Das ist zum ersten Mal, dass ich lese, dass du nicht was selbst gekocht hast. Das gibt's ja gar nicht. Der jibbert ja janisch. Und nochmal der lange Ball nach vorne. Gut, Comizio, Renucci, Bombara, Ndao. Eine Chance, ja. Könnten wir noch kriegen, aber so nicht. Stattdessen Rocco, Huddersfield kommt. Bonanno, Huddersfield macht natürlich das Tor. Ich mache auch so Nudeln zum Beispiel. Du weißt, wie ich es gemeint habe. Ich habe mich so blöd verrissen, Chat. Ich habe hier irgendwie so einen kleinen Schaden. Wenn ich mich nach rechts drehe. Für die Wette, die Deppen. Oh nein, war da was wegen der Wette? War mit Gegentor. González, Bombara. Ah! 6-1. Was ein Tor. Bombara. Haut den in den Winkel. Warte mal. Scheiße, da kann ich nicht gegenüberliegen machen bei dir. Schönes Ding. 6-1, Freunde. Ist auch in Ordnung dann. Sieg zu 0. Das war wohl nix für die Wetter. Entschuldigung. Burmia. Herr Schiedsrichter, bitte einmal abpfeifen. Läuft hier wieder. Ja, hoffentlich. Das ist jetzt erst nur eine Partie. Ich hoffe, nach der Länderspielpause geht es so weiter. Und hoffentlich auch ohne Verletzungen. Das wäre jetzt auch nicht so schlecht, wenn alle heile zurückkommen. Lasagne für eine Person machen, vom Aufwand nicht so geil. Hä, aber du kannst sie doch am nächsten Tag auch noch essen. Da schmeckt sie doch nochmal besser. Junge, was passiert hier? 7-1, ein Dau. Trifft auch heute, haben alle getroffen gefühlt. Bis auf Karlin. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Zwei Tore in der Nachspielzeit. Und ein Gegentor kurz vorher. So, jetzt ist aber Schluss. Am Ende 7-1. Invisible Touch kommt. Unfassbar. Israel González eine 9-3. Pff. Aber morgen muss ich nicht selber kochen und einfrieren, weiß ich nicht. Nee, ich bin auch kein Einfrier-Fan. Chat, ich habe, glaube ich, in meinem Leben ganz selten, deswegen würde ich fast sagen nie, Essen, was ich selbst gekocht habe, was übrig war, nochmal eingefroren. Ich habe das dann halt gegessen. Ich bin kein Einfrierer. Schaut euch das an. Also es war auch in der Nachspielzeit. Plus 1, plus 2, plus 3. Dann waren alle drei in der Nachspielzeit. Also sind zurück auf Platz 6. Joel, danke für dein Follow. Und dann müssen wir hoffen, dass die anderen nicht gewinnen. City gewinnt, die Wolves verlieren, sehr gut, Arsenal gewinnt, das ist nicht so gut, aber dürfte trotzdem noch okay sein. Gut, dann war das soweit erstmal die letzte Partie für den heutigen Stream. Und Sales 3 Vorlagen und ein Tor in einer Partie. Boah! Das ist natürlich Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. So, wir gucken rein in die Tabelle. Okay, wir müssen, glaube ich, noch warten. Manche spielen erst morgen, dann nehmen wir den Sonntag noch eben schnell mit rein. Damit wir eine halbwegs vernünftige Übersicht nochmal haben, Freunde der Sonne. Und dann habt ihr noch wissen wollen, gegen wen es dann geht, ne? Also wir haben jetzt dann noch im Anschluss Sunderland, die sind auf 18. Brighton auf 13, Chelsea auf 10, Wolves auf 5, Newcastle 3, Watford 16, Fulham 14. Also das ist an sich durchaus okay, das Programm, gell? Das passt. Und der Club auf neuem Weg zur Rekordpunktzahl. Was macht da der Club? Unter Steffen Baumgart. Oh, der Club steigt wieder auf. Ich drip drop. Danke für dein Follow. Drip drop. So. Und dann gucken wir gleich mal, wer spielt. Ich glaube, 7-1 hatten wir auch noch nie. Das ist ein Ergebnis, was wir abhaken können.
Bei dem Programm muss Leicester nächstes Jahr international spielen, ja. FA Cup Viertelfinale Tottenham gegen Chelsea. 3-0 Tottenham, sag ich. Und Bilbao holt Pioli, den Ex-United-Trainer. Krass. Fiel Go-Trainer. So Destroy. Nächstes Jahr Pokalsieg, Aufstieg, alles. Ungeschlagen Serie incoming. Ich weiß nicht. So, da gewinnen wir gegen Newcastle. Jorge Martinez. 17. Gut, den haben wir schon geholt. Ja, die schauen wir mal alle an. Schauen wir mal, was unser IV kann. Ja. Vamos! Heißt der IV. Ab sofort heißt der Vamos! Okay. So, Sonntag 19 Uhr. Die müssen heute schon mal gespielt haben, oder? Nee. Oder spielen die? Am Ende spielt da heute gar keiner. Der Rocher hat eine Ausstiegsklausel von 475.000. Schau ich gleich nochmal. Warte. Danke. Destroy Level. 10-mal deutsche Meister sind nur wir. Nee. Ja, dann lassen wir das. Destroy! Danke für den vierten Monat! 10-mal. Ja, da ist das eine Mal, was es noch wird, schon dazugerechnet. Dankeschön, Destroy, für den vierten Monat mit Twitch Prime. Welcome back, welcome back, welcome back. So schaut's aus. Das ist halt schon dazugerechnet, weißt? Tatsächlich, 575.000. Ach, der ist bei... Hä? Der ist bei Liverpool? Ach, Liverpool FC, das ist was anderes. Anderes Liverpool. Ach so, jetzt bin ich ja völlig durcheinander. Mein Gott. Läuft der Vertrag da aus? Nee. Nee, nee. Hä? Ach, einheimische Vereine. Einheimische Vereine nur. Warte mal, wenn ich jetzt mal die Klausel... Ich habe nicht geguckt, wie viel... Hä? Sind die dumm? 475 Reichen. Ja, ich habe jetzt mehr gezahlt. Ich wusste nicht mehr, was der Berater gesagt hat. Das ist ja komisch. Aber gut, das schauen wir uns dann nächstes Mal an. Und die wollen ihn rückleihen. Nehmen wir nochmal an. Die 100.000 sind okay, das will ich auch behaupten. Passt, dann haben wir den auch in der Tüte. Herrlich. Okay. Dann würde ich sagen, nochmal ganz kurz vor Ende jemand eingetütet. Das war es soweit für heute, meine Damen, meine Herren. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. twitch.tv/bartischlappenep. Sehr gerne auschecken. FM kaufen, wenn noch nicht getan, für unter 30 Euro. Link ist in der Videobeschreibung. Beziehungsweise Ausrufezeichen FM. In den Twitch-Chat reinschreiben. Und ansonsten gucken wir mal morgen im Saisonfinale Teil 2, wie das Ganze endet. Sunderland, Brighton, Chelsea, Wolves, Newcastle, Watford, Fulham. Dann sind die letzten Gegner und dann wollen wir nächstes Jahr international spielen. Ob uns das gelingt, werden wir sehen. Ich bin raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.